Nintendo 64. Und somit willkommen zu einem Let's Test. Und zwar zu, ihr habt es sicher schon erkannt, The Legend of Zelda Majora's Mask. Oder Majora's Mask, wie man das sagen möchte. Es ist unter Zelda-Fans zweigeteilte Meinung, die einen lieben es, für die anderen hassen es. Ich hasse es nicht, aber für mich ist es auch nicht das Beste. Mein Favorit ist ganz klar Zelda Ocarina of Time, ever, auch Breath of the Wild kam bis dahin nicht daran, mir das auszureden. Ja, ich bin alt. Und ja, wie das zweite Zelda, Zelda 2, Adventure of Link, in Anführungszeichen genießt Majora's Mask ein bisschen ein Spin-off-Schattendasein in der Zelda-Community. Weil es eigentlich als Spin-off gedacht war zu Zelda Ocarina of Time. Es hat, wie ihr dann sicher merken werdet, ein ziemlich dieselbe Engine. Es wurde natürlich fürs N64 gemacht mit dem Expansion Pack, das auch notwendig ist, glaube ich sogar. Und ja, es ist quasi wie eine Parallelwelt zu Hyrule. Und es gibt, glaube ich, kein Zelda-Spiel, wo es mehr Mythen, mehr Theorien und was weiß ich gibt. Ja, das ist das Horror-Kit, beziehungsweise das Horror-Kit mit Majora's Mask oder Majora's Maske. Und das ist der eigentliche Hauptbösewicht, die Maske. Mit ihr kontrolliert Torkit, also sie kontrolliert Torkit und somit auch den Mond, der scheinbar nur hier so ist und nur auf das Landterminal Hauptziel Unruhstadt runterstürzen will. So, das haben wir gesehen, ich glaube, ich fange mal an. Ich spiele es ein bisschen offscreen ab und zu, weil wenn ich es durch habe, möchte ich es mit euch mal Let's Play, aber das hat noch Zeit, weil es ist, ich kenne mich damit so viel wie ich über Ocarina of Time weiß, so wenig weiß ich über das. Ich habe vor 2-3 Jahren natürlich auch das Remake für 3DS gekauft, gespielt. Zum Glück kam davor, ich bin ja hier geschäftlich unterwegs, sorry. Ja, ich nehme mich mal Ben, nochmal Ben. Ja, aber alles zu seiner Zeit und wie gesagt, es kam von Markus vorhin ein Let's Play, das war zufällig guter Zeitpunkt. Gut, sorry, wenn ich jetzt schon zu viel labere, aber ich wollte es kurz erwähnt haben. Also, ich mache natürlich im Let's Play dann nochmal alles von vorne, aber hier möchte ich euch vor allem ein paar Glitches zeigen. Weil mit denen kommt man auch ein bisschen aus Unruhstadt heraus, schon die ersten paar Stunden. Nein, ich will es nicht so lange zocken mit euch. Nur ein quasi Let's Play, weil es hier mit Glitches und so ich euch das zeigen möchte. Und ich noch ein paar andere Dinge loswerden möchte. Dann geht's los. Im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende. Die königliche Familie selbst hütet sie wie ein Schatz. Diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden, so brach er zu einer neuen Reise auf. Sorry.
seiner Reise, die nur ihn betraf und von der keine Seele etwas erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Navi. Offiziell, Navi. Als sein heroisches Schicksal erfüllt war und er seinen Platz im Mittel der Legende einnahm, trennten sich ihre Wege. Dazu komme ich dann noch. Sorry, ein bisschen was im Hals habe ich. Also, die Geschichte spielt natürlich direkt nach Ocarina of Time. Wir sind der Link, der zurück in seine Zeit geschickt wurde. Und so viel es, glaube ich, sogar offiziell heißt, ist, sobald er in der Zitadelle der Zeit war, ist Navi verschwunden und er sucht Navi. Und hier sind wir in den verlorenen Wäldern. Hier sind zwei andere Feen, wem die wohl gehören. Er reitet auf Epona, seinem treuen Pferd. Und ja, wie gesagt, nach Ocarina of Time ist ja die Zeitlinie aufgespaltet worden. Eine Zeitlinie, in der Link siegt und es weitergeht. Das ist, glaube ich, dann die Geschichte, wo Twilight Princess auch stattfindet. Da gibt es eine Zeitlinie, in der Link ja zurückgeschickt wird und die Geschichte... Nee, es gibt eine Zeitlinie, in der er wieder zurückgeschickt und das zeigt dann die Geschichte... Oh, sorry, ich vergesse hier zu erzählen. Hey, Ifeen, ich frage mich, ob er wohl etwas von Wert bei sich trägt. Hey, dieser Kerl, ich kenne ihn. Ja, das Horki kennt man aus den verlorenen Wäldern, was ihr in einem vielleicht kommenden Projekt von mir noch sehen werdet. Nun, das soll mich jetzt aber nicht weiter stören. Also wie gesagt, Zelda Ocarina of Time, wenn Link den Ganon besiegt und zurückgeschickt wird, das sieht man dann in Twilight Princess, was die spätere Welt, wie sich die entwickelt. Er wird zurückgeschickt und das, was dann passiert, ist das hier. Und dann gibt es noch eine Geschichte, in der er eigentlich stirbt und das Land von Ganondorf mit Dunkelheit erfüllt wird. Ich mache gleich weiter. Und das ist dann A Link to the Past. Und Twilight Princess spielt auch in der Zeit... das habe ich ja gesagt. Wind Waker spielt in der Zeit, in der er zurückgeschickt wird und dann Ganondorf nochmal kommt, aber er nicht mehr da ist, weil er eben in seiner Kindheit zurückgebracht wurde. So, sorry. Oh, was ist für eine hübsche Karina? Hey, das sind ja die Feen. Oh. Also heute ist nicht mein Tag irgendwie, oder? Oh, was ist das für eine hübsche Ocarina? Hey, Horkit, lass mich auch mal, ich will sie sehen. Hey, das geht nicht, Teil. Stell dir nur vor, sie will dir aus den Händen und will sie brechen. Du darfst sie nicht berühren, auf keinen Fall. Ei, das ist ganz schön bevormundet hier. Oh, aber Schwester, warum darf ich nicht auch? Weil du pink bist. Nee, violett. Hey! Was ist da mit dem? Ich weiß nicht. Na sicher warst du das. Hey! Mein Pferd! Ihr piept mal an den Hüfen! Jetzt plötzlich rennt Epona. Wie gesagt, wie in jedem anderen Zelda-Spiel schläft Link am Anfang und ja, deshalb kann man eigentlich jedes Zelda-Spiel als ein Traum von Link bezeichnen. Und dieses hier noch sogar mehr, weil, wie gesagt, ich erkläre es euch doch. Und nein, ich spiele hier, ich habe vorher etwa eine Stunde zu spielen, ich möchte eigentlich so weit spielen, wie ich vorhab, dass ich euch ein bisschen was zeigen kann. Gut. Wie gesagt, die Grafik ist N64 mit Expansion Pack. Wir sind voll ausgerüstet. Wir machen hier mal was kaputt und Zelda-like. Von früher, kann man so sagen, seit Breath of the Wild. Kann man alles in den Gebüschen finden, ja.
Ein Geldbeutel mal nicht so gut. Zusammenhalten, dann verliert man schon mal das halbe Geld. Gut, ich geh mal weiter. Und jetzt kommt eine Neuerung, die mit der Engine zusammenhängt, nämlich der Sprung. Die Sprungphysik, die wurde verbessert. Er macht hier halbe Kunststücke, also eigentlich ganze Kunststücke. Gut, und weiter geht's. Oh, 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 oh. Link fällt. Und jetzt könnte man sagen, viele behaupten, er fällt so tief, dass er in ein Komma fällt und alles, was jetzt kommt, träumt. Und nein, es gibt den Mythos, dass er stirbt. Dass das eigentlich der Link, dass er hier stirbt und das alles quasi, ja, dass er jetzt tot ist. Und das ist nicht wahr. Das wurde offiziell dementiert. Link stirbt nicht hier. Boah, der sieht übel aus, ne? Das ist so richtig creepy. Mir gefällt es zwar, aber sonst ist das Spiel mir ein bisschen zu creepy. Was ist bloß mit deinem dämmeren Esel los? Er gehorcht keinem meiner Befehle. Ja. So ein blödes Vieh, bin kein Nutzen. Ich hab es dir, hab dir die Bürde abgenommen, es loszuwerden. Oh, warum das traurige Gesicht? Ich dachte, mir könnte ein bisschen mit dir spielen. Wie gesagt, das ist die Majoras-Maske, die durch ihn spricht, nicht Horkit. Ich habe jetzt zu lang gewartet. Weil wir können ja, wenn wir alle Masken bekommen, können wir ja das Gesicht der grimmigen Gottheit erhalten. Und die ist sogar stärker als Majoras Mask. Und viele behaupten, dass eigentlich Majoras Mask nur einen würdigen Gegner sucht, der mit ihm, ja, spielen soll. Und irgendwie sagt auch Majoras Mask dann irgendwie, man kommt ja, ich spoilere jetzt ein bisschen, man kommt auf Mond, bekämpft dort Majoras Maske und bekommt dort das Gesicht der grimmigen Gottheit, die Maske. Und ja, dann irgendwie sagt, das bekommt man eigentlich indirekt von Majoras Mask. Und sie sagt dann so quasi, ja, es war schön mit dir zu spielen. Ja. Und wir sind dann Deku. Oh Gott! Holzkopf! Lach nicht blöd. Hihi, ihr Gesicht steht dir viel besser. Du bleibst nun hier und musst für immer so aussehen. Ja, nur weil du schweben kannst, heißt nicht, dass ich hier bleiben kann. Ich will raus! Au! Au! Was soll das? Du fliegende Mottenkugel, du. Schwester! Ups. Hey, hey, Horkit, warte auf mich. Ich bin noch hier. Teil, du kannst ohne mich nicht fort. Wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Nun sitze ich nicht drum. Deko Junge, tu etwas! Was schaust du mich so an? Hab ich was im Gesicht? Ja, ganz schöne Frechheit. Hör auf mich anzustarren. Öffne lieber diese blöde Tür! Bitte! Komm schon! Ein hilfloses kleines Mädchen bittet dich. Also, wer hat dich gefälligst? Oh Teil, ich hoffe nur, dass ihm klein nichts zustößt. Ach, auf einmal wird man rührselig. So, wir sind jetzt Deko-Link. Wir können nicht spielen. Und die Büsche haben jetzt Angst vor uns. Ja, Level 13 sollte reichen. Ja, ich habe einen verpasst. Jo, und sie haben auch die Fee so gemacht, dass sie nicht mehr gerade listen. Hey, listen, sondern es klimpert und so. Hey, warte auf mich. Lass mich nicht zurück. Also, was da vorhin geschehen ist, ich entschuldige mich, also nimm mich bitte mit.
Du willst doch mir dieses Torgitter in Erfahrung bringen. Nun, vielleicht weiß ich ja, wo es sich aufhalten könnte. Nimm mich mit dir und ich helfe dir bei der Suche. Abgemacht? Bitte. Gut, dann ist es abgemacht. Ich werde aber nur so lange bei dir bleiben, bis wir das Horki gefunden haben. Mein Name ist Taya, also nett, ich kennst du den, oder auch nicht. Nachdem wir das nun geklärt hatten, können wir uns nun endlich in Bewegung setzen. Wenn ich auf etwas zufliege, drücke ich nach oben, also C oben. Und ich gebe dir wichtige Informationen. Hoffentlich kommst du bis dahin klar. Was ist eigentlich los? So, eine besondere Fähigkeit ist, wir können hier jetzt fliegen. Das ist doch schön. So. Ja, man bekommt 3 Verwandlungen. Sora, Goron und Link. Also man kann nachher zu Orni Link, grimmige Gottheit werden. Man kann Gigant werden, aber das sind alles Spezial. Ja. So. Dann, da vorne wäre eine Truhe. Da will ich jetzt aber nicht hin. Wir gehen direkt den Weg. Ja, ich werde mit ihm Let's Play, was ich dann mal mache, alles mit euch genau anschauen. Sowas. Hä? Hey du, mach schon. Drücke Z und sprich gefälligst mit mir. Ist ja gut. Was ist denn? Na also, siehst du, wie ein wenig gut bin, geht alles. Fliege ich zu einer Person oder einem Objekt, drücke Z, um sie anzuvisieren. Du kannst mit anderen Leuten sprechen. Setze die Zielerfassung ein, um auch mit Leuten zu sprechen, die weiter entfernt sind. Befindet sich niemand in der Nähe, drücke Z, um geradeaus zu blicken. Das ist genug für den Anfang. Komm zu diesem Baum und zieh ihn dir an. Ja, das ist etwas vom Creepigsten, was man im Spiel hier auch findet. Also nicht direkt der Dekobaum, aber was jetzt kommt. Was ist denn da? Eigenartig. Auf irgendeine Art und Weise siehst du diesem Baum sehr ähnlich. Er sieht sehr düster und traurig aus, als würde jede Sekunde zu weinen beginnen. Wie traurig. Ja, wenn wir uns den jetzt ansehen, müssen wir weiter weg. Er sieht wirklich aus wie ein Deku, ne? Und was es mit dem auf sich hat, wer es noch nicht weiß, das erzähle ich dann im Let's Play. Denn ich werde das erst dann erzählen, wenn wir auch storymäßig so weit kommen. Hier gibt es einen epischen Schwenk. Und wie gesagt, es gibt viele Mythen, es gibt viele Theorien über dieses Spiel, wie eigentlich kaum über ein anderes Spiel. Und ja. Das ist sehr interessant, auch wenn die Geschichte für mich ein bisschen zu creepy ist. Gut, wir gehen mal nach oben. Aus Dekolink. Was sehen wir hier überhaupt? Ah. Da geht's hoch. Okay. Raus! Hä? Das Schicksal hat das nicht gut mit dir gemeint. Na, wer kennt ihn? Den Maskenhändler aus Ocarina of Time. Sie hat Angst. Geh mir auch so. Und wer bist du? Ich bin Besitzer des fröhlichen Maskenladens. Ich suche nach Masken für mich weit umher. Während einer meiner Reisen wurde mir eine sehr wertvolle Maske von einem Kobold gestohlen. Welch ein Verlust. Doch immerhin habe ich dich gefunden. Nimm mir nicht übel, dass ich dir gefolgt bin. Denn ich kenne den Weg zurück zu deiner ursprünglichen Form. Wirklich? Hol dir das kostbare Stück zurück, das man dir gestohlen hat, und ich werde dich zurückverwandeln. Im Gegenzug, alles was ich dafür verlange ist, dass du mir meine wertvolle Maske zurückbringst, die mir der Kobold gestohlen hat. Wie bitte? Das ist doch eine einfache Aufgabe. Du willst doch nicht all das zu erzählen. Für jemanden wie dich sei das unlösbar. Eine Sache noch. Leider bin ich ein sehr beschäftigter Mann. Ich muss in 3 Tagen aufbrechen.
Ich wäre überaus dankbar, wenn du mir die Maske bringst, bevor meine Zeit hier um ist. Nun gut, du wirst mich nicht enttäuschen. Du bist jung und von außergewöhnlichem Mut. Sicher findest du sie bald. Also, ich verlasse mich auf dich. Ja gut, der war mal gar nicht komisch drauf. Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. Weil es die Emulation ist, geht es ein bisschen schneller. Tja. Wir sind in Nord-Unruhstadt, dem Hauptspielpunkt der Geschichte. Natürlich gibt es noch weitere Gebiete. Der Kerl macht mir Angst. Ist ein Maskenhändler, aber... Oh, Verzeihung, ich hab nur lang gedacht. Aber nur 3 Tage? Selbst wenn wir keine Sekunde schlafen, bleiben uns nur 72 Stunden. Also setz dich in Bewegung. Wir müssen zur großen Fee. Du möchtest doch das Hochkit finden, oder? Die große Fee weiß sicher als nächstes, was es als nächstes vorhat. Sie sieht alles. Und Dondrons gesagt, das Hochkit hat keine Chance gegen die große Fee. Geh zum Schrein nahe des Nordtors, dort findest du die große Fee. Ja. Das Problem ist aber nur, dass das Sound gerade ein bisschen laut ist. Sorry kurz. Mach das kurz ein bisschen. So. Sorry. Das Problem ist nur, die große Fee ist auch zerstückelt worden. Was aber nicht so schlimm ist. Ja, Hunde mögen uns nicht. Deshalb... Hey, wer bist denn du? Mit deiner Pikachu-Maske. Nein, es ist nicht Pikachu, es ist eine Fuchsmaske. Werden wir auch noch alles noch sehen. So, da ist eine Fee und mit Dekolink können wir über Wasser latschen, ein paar Schritte und... Bitte höre mein Flehen! Das Hochkit hat meinen Körper zerschmettert und die einzelnen Teile in alle Winde zerstreut. Bitte bring mich zur Feenquelle in der Nord- und Ruhestadt. Tu mir. So. Und wenn wir hier das machen... Ach nee, dann geht ja... Ah, dann macht Karfei, okay. Hallo? Karfei? Ja, der heißt Karfei. Das sind sehr umfangreiche Nebenquests, aber... Das werden wir jetzt nicht hier machen. Ich will euch hier vor allem ein bisschen die Umgebung zeigen, ein paar Glitches zeigen und so weiter. Also, aber wir gehen jetzt erstmal wirklich nach Nord. Unruhstadt. Unruhstadt ist so... Also ich finde, den Namen haben sie total verpennt. Im Englischen heißt er Clock Town. Aber hier Unruhstadt. Naja, was soll's. So. Was haben wir denn hier? Okay. Nord-Unruhstadt. Und... Bist du? Bist jemand anderes? Ich gehe mal zur großen Fee. Hallo? Oh nein! Die große Fee! Ja, die große Fee. So viel zum Thema, sie ist stärker als Horrorkit. Also wirklich, man sagt Horrorkit, aber es ist auch die Majora's Mask, die böse ist. Tja, dasselbe Modell wie bei Ocarina of Time mit den spitzen Lungen. Na gut. Taya und du, junger Freund im fremden Körper. Hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Ich ließ mich von diesem Kind täuschen, weil ich dachte, es würde mir helfen. Also alles, was ich momentan für dich tun kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gewähre ich dir die Gabe der Magie. Bitte nimm dies bescheidene Geschenk an. Dann tu mal. Arschel in die Höhe. Und wir bekommen Magie. Und die wird wichtig. Voll auf dem Trieb. So. Bei der Macht von Zarta!
Die wurde die Gabe der Magie verliehen. Lücke B, um in einer derzeitigen Gestalt Blasen zu verschießen. Lücke und Halter B, um eine große Blase aufzupusten. Deine Magieanzeige verringert sich mit jedem Schuss. Magieflaschen und Elixieres stellen deine magischen Kräfte wieder her. Jener Mann, der außerhalb der Stadt in seinem Observatorium die Lichter des Himmels erforscht, weiß mehr über den Verbleib des Horkids. Unterschätze niemals seine Kräfte, junger Mann. Wenn du einst wieder deine ursprüngliche Form erlangt hast, besuche mich noch einmal. Ich werde dir dann wieder zur Seite stehen. Jo! Gut! Wir sollen also zum Observatorium. Sollen wir. Aber erstmal, wie kommt man denn dahin? Ich glaube, ich mache erstmal ein Minispiel, oder? Hier muss ich mit der Blume, aber... Es geht doch so! Ups, ja, es ging auch so, aber ich brauche keine Rubine. So, wer fliegt denn jetzt da herum? Na? Erkennt ihr ihn? Boff! Na du, wer bist denn du mit dem Assassin's Creed Logo Kopf? Hallo! Grüne Kleidung, weiße Fee, mein Herr, seid ihr vielleicht eine Waldfee? Du liebe Güte! Ich heiße Tingel, mein Herr. Ich denke, ich bin genau wie Sie, eine Waldfee. Ja, mit Bierranzen. Obwohl ich bereits die 35 erreicht habe, ist mir unglücklicherweise noch keine Fee erschienen. Vater sagt, es soll mich meinem Eltern entsprechend verhalten. Aber weshalb? Ich sage Ihnen, Tingel selbst ist eine wiedergeborene Fee. Ja, bist wohl einmal zu fest auf den Kopf gefallen, ne? Solange ich hier stehe und auf meine eigene Fee warte, werfe ich meinen Vater, indem ich Karten verkaufe. Glückspilz, Glückspilz, Sie müssen unglücklich sein, eine Fee zu haben. Genau, wie sollten Freunde werden. Ja, als Zeichen meiner Freundschaft gewähre ich Ihnen einen Sonderpreis für meine Karten. Wollen Sie eine von Tingels Karten kaufen? Ja, Unruhstanne. Hurra! Und wir haben eine Karte. Das ist übrigens das einzige Zelda-Spiel, in dem man die Karten kaufen muss. Was eine Karte Unruhstadt erhalten, mit Hilfe findest du dich in der Stadt besser zurecht. Der rote Pfeil auf der Karte zeigt an, oder eine Bereich, wo du einen Bereich betreten hast. Der gelbe Pfeil zeigt dir, wo du dich gerade befindest. Jederzeit bereit. Tingel, Tingel, Kulunimpa! Diese magischen Worte hat Tingel für sich ersonnen. Sehen Sie sie nicht? Kololimpa, 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 Kololimpa. So, Arsch in der Hose. So, jetzt müssten wir eigentlich hier dem helfen, den Ballon zu zerdeppen, weil nur so können wir... Ja, Taya, ich weiß, ist aus dem Observatorium. Nur wenn wir alle die heißen Bombe und wenn wir die alle gefunden haben, dann schenken sie uns Zugang zum Geheimversteck. Aber das machen wir alles in der nächsten Zeit. Also im, ja. Ich möchte jetzt mit euch ein bisschen Termina erkunden gehen und das geht folgendermaßen. Nämlich so, so und... Also es ging mal. Lass mich doch durch! Mann, irgendwo war es doch. Ich muss überlegen, wo es war. Da war's. Dort? Nee, ich glaube, es war hier. Hier im Gebiet ein epischer Kameraschwenk, wo wir sind. Tja. Wir können die Zeit noch nicht nicht verlangsamen, nichts. Wir müssen die Zeit ein bisschen totschlagen. Na gut. Wie gesagt, ich werde alles mit euren Kunden und so. Aber zu seiner Zeit. So. Aber hier möchte ich jetzt mal durch. Lässt du mich jetzt mal! Verdammt nochmal! Mann, du nervst. Lass mich doch jetzt mal durch! Da ging es doch auch. Es ist peinlich für mich. Ja, geht doch! So, weil wir offiziell noch gar nicht raus dürfen, kommt doch keine
Sequenz und hier ist auch eigentlich nichts los. Aber wir machen trotzdem ein bisschen Roadtrip, ne? Wir sind alles erkunden hier. Hier geht's zu den Schluchten der Sicania Canyon. Und gebt mal bei YouTube ein Majora's Mask Soundtrack Sicania Canyon. Das ist so eine creepige Musik, ey. Na, wer bist du? Hi. Au! Stopp nochmal. Okay, da komme ich nicht durch, oder? Das ist zu hoch für mich. Ey, hört doch mal auf mit dem Scheiß. Ach ja, ich kann ja eigentlich, ja. Ihr kommt nicht drüber, oder? Echt jetzt? Komm ich hier rüber? Nein, komm nicht. Ihr nervt wie Sau, wisst ihr das? Ja, Taya, ich weiß. Oh, nur ein Herz, das ist blöd. Mann, mach mich doch in Ruhe. Au, das hat ja wahnsinnig viel gebracht, genau. So, ich muss unbedingt Herzen finden. Also, Majora's Mask hat sehr viele Mythen und Theorien. Vor allem natürlich Fan-Theorien. Eine allem voran, dass Link eigentlich tot ist und das alles nur träumt, weil, ja, es wurde natürlich in Rekordzeit programmiert. Und man hat natürlich sämtliche... Ah, bist nicht hier. Hey, heil mich, danke. Man hat natürlich sämtliche... Charaktermodelle von Ocarina of Time benutzt. Nee, deshalb kommen einem sehr viele Charaktere bekannt vor. Und ja, das ist natürlich technisch, war das einfach zu programmieren. Andererseits ist natürlich jetzt von den Fans Theorie aufgestellt worden, dass Link bei dem... hohen Sturz vorhin gestorben ist oder zumindest im Koma liegt und das alles nur träumt, ne? Aber anyway, egal, ist ja nicht schlimm. Also, die Theorie ist nicht schlimm. So, hier wird ja eigentlich eine Cutscene kommen, wie Taya und Teil Corki kennengelernt haben, aber weil wir es übersprungen haben. Aber wir können eigentlich noch nicht viel machen, das ist eben das Blöde, weil viele Dinge können wir nur als Link machen, weil... Baum. Nein, weil es einfach... Weil Link... Weil man nur als Mensch mit gewissen Leuten was machen kann, weil... Ja. In Terminal leben zwar alle Völker in völliger Harmonie, aber sie haben unter dem Deckel ein bisschen Vorteile gegenüber anderen. Das muss auch gesagt werden, weil... Alle denken, Dekus sind hilflos und Zora sind vielleicht ein bisschen hochnäsig, Goron sind ein bisschen dumpf, ne, aber im Großen und Ganzen mögen sich alle. Aber geht man irgendwie, will man jetzt die Hexe retten und braucht das das Heilmittel, dann kommt Kwumi und sagt, oder kommt die andere Hexe und sagt, ah, sorry, ich verkaufe nur an Menschen, deshalb bitte kein Gespräch mit mir und so ähnlich. Ich kann es euch einmal zeigen, ne? Wir gehen mal dahin. Ja. Sümpfe des Vergessens. Das ist eigentlich das erste Szenario. Also eigentlich müsste man jetzt wirklich zu den Bombern gehen, das Geheimversteck, zum Observatorium gehen, dann die Mondträne finden und damit kommt man dann weiter, aber habe ich jetzt übersprungen. So, hier kann man ein bisschen faken, indem man... So, da sind das nicht ewige Sprünge. Und nochmal. Und nochmal. So. Also ich mag das Spiel technisch sehr, auch geschichtlich. Es hat eine sehr gute Story, es zählte als eines der besten oder das beste Nintendo 64 Spiel, das noch erschienen ist. Also... Ich glaube, es war wirklich eines der allerletzten. Wie Paper Mario und so. War es eines der letzten Spiele, die erschienen fürs N64. Ich weiß noch, als damals die Läden noch gerade mal so 2 Meter N64 Zeugs hatten. Ein paar Controller, ein paar Memory Packs und 2 Spiele und ja. Aber es war nicht das Beste of all time, sondern es wird auch noch das Beste letzte beschrieben. Es gibt ein kleines Problemchen. Unsere Kunden sind ausschließlich Menschen. Diese Tränke sind speziell für Menschen im Körper rezeptiert worden.
Es tut mir leid, aber du musst wohl wieder gehen. Tja, na gut, deine Schwester liegt zwar halb kaputt im Wald, aber gut, wenn du mir keinen Trank verkaufen möchtest. Gut, dann gehen wir zurück zu Termina. Bei den Goronen kann man nichts machen, man kommt nicht durch und man kommt auch nicht zum Kap der Soras. Naja, aber ich wollte euch mal so viel zeigen, wie im Moment möglich ist. Und ich habe auch ein episches Finale geplant. Für das Videoende. Ja, es kann sein, dass ich hier mehrere Stunden spiele. Also sicher eine Stunde wird es wahrscheinlich dauern. Ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme. Also sorry. Also für euch ist es ja schön. Ihr habt viel Videomaterial. Ich muss ja vieles rendern, aber das geht ja nebenbei. Ist ja kein Problem für mich. Aber ich wollte das jetzt nicht mit euch Let's Play sofort, sondern ich will das dann erstmal offscreen machen, weil ich es dann ziemlich durchrushen kann. Natürlich will ich es nicht durchrushen, aber nicht jeder zweiten Stelle. Wie geht das hier? Wolfsheimer verzieht. Oh, ich wollte eigentlich Tingle-Karten kaufen. Au. Ja, als Deko kann man die nur betäuben. Ihr geht mir auf den Sack. So. Es gibt auch eine wie gesagt, die Story mit dem Deku-Jung. Dann gibt es die Story mit... Alter, ihr nervt einfach nur. Dann gibt es eine Geschichte im Ikania Canyon. Und so ziemlich jeder Charakter, von dem wir die Maske halten, der stirbt und so. Ich finde es einfach eine sehr creepy Geschichte. Aber gut. Ja, ihr mich auch. Ich will nur die Karte kaufen, Mensch. So, du fliegst auch wieder höher rum. Ach, ihr seid nervig. Ja, mein Herr. Hallo, Herr Fee. Wollen Sie eine Karte kaufen? Ja, nämlich Pikipe. Nee, Dämmerwald, ich sag. Voll billig. So. Ich dachte, ja, das sei 40 teuer. So, die bauen wir zwar jetzt nicht, weil ich das eh nicht mehr dahin gehe. Ja, Kulolimpa. So, wie viel schulde ich dir? Am Arsch. So, ich kann ein bisschen Heilung gebrauchen. Hilfe. Ein bisschen Energie. Mist. Aber ich weiß, wo man findet. Tja, gut, ne? Sobald wir die Ocarina haben, geht's dann schneller. Ja, man soll jetzt wirklich die 3 Tage nutzen, um die Bombe zu finden und so. Aber ich habe da eine kleine Abkürzung. Hoffe, ich vermassle es dann nicht. Mehr kann man im Moment eigentlich nicht tun. Es tut mir sorry. So. Ein Herz, 2 Herz. Ja, man könnte natürlich jetzt schon ein paar Herzcontainer sammeln, aber ist auch nicht was ich unbedingt machen will. Jetzt, meine ich. Gut. Immer wieder nach Hause. Westunruhstadt. Hier waren wir ja, oder? Nee. Die hier können nichts machen und wir können auch nichts machen. Ja, im Moment können wir einfach nichts machen. Außer zur Oma gehen und uns Geschichten erzählen, also damit die Zeit vergeht. Die Rubine könnten wir eigentlich auch, ich will nicht mit dir reden. Die Rubine können wir eigentlich auch zur Bank geben, aber habe ich jetzt auch keinen Bock. Weil ich lösche dann den Speicherstand eh. So. Auch ist so, dann nehme ich halt den Hintereingang. Wie gesagt, hier können wir fliegen, das ist doch schön. Das ist natürlich jetzt kein Glitch, das kennt man. So, hier ist die Tür nie zu. Hier geht's erstmal rein. So. Gehen wir zur Oma. Hallo Oma, was läuft? Oh, Tortut, du kommst spät. Mami ist mit... Oh Mann,
Na gut, dann eben nicht. Muss ich halt zum Gemischtwaren laden. Moment jetzt mal, das... Was ist das hier? Nee, der braucht Papier. Papier! Bitte! Paper, please! Ja, ich habe aber nichts. Da braucht es eine Urkunde oder sowas, ne? So, ich gehe mal hier raus. Hallo? Hallo? Geht doch. Wieso der langen Umweg? Zum Gemischtwarenladen. Geh mal dort ein bisschen Zeit totschlagen. Wir haben auch Sarkon verpasst, der die Bombenhändlerin überfallen hat. Aber naja. Gut. Ich gehe einfach viel zu weit. Ich hätte auch das Minispiel machen können, ne? Naja. Also mich nervt das ein wenig. Einerseits diese Zeit, man muss immer warten. Andererseits... Ach, hier wäre ich gewesen. Andererseits... Muss man... Sorry. Einerseits muss man hektisch alles abklappen. Andererseits muss man machen wirklich warten, bis die Zeit vergeht. So. Warte, hier? Nee. Hier ist Bombenladen. Ich kenne mich mit dem Spiel wirklich nicht gut aus. Ganz ehrlich. War hier der Gemischwarenladen? Ja. Gut. Und hier rede ich mal mit dir. Oh, Baby, Baby, lass uns tanzen. Ja, tanzen wir. Was doch, ich wollte. Ja, ja, der erzählt uns, wie man mit der Ocarina die Zeit verlangsamen kann. Oder sogar direkt zum nächsten Morgen. Ah, ich wollte doch... Oh, verdammt nochmal. Nein, jetzt... Lass uns doch mal... Ja, ja. So. Mit der epischen, verlorenen Weltmusik. La 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 la. La 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 la. Ja, ich sing keine Lieder. So. Dämon des zweiten Tages. Jetzt kann ich aber die Abkürzung. Ja, ja, ja. Das war schön. Baby, baby. Ja, ja. Nein. Ja. 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 Nein. Sei halt beleidigt, du lieber Wurst. So, jetzt aber wieder... Dahin. Nicht zum Baum, nein. La. So, gehen wir jetzt hier hin. Ja, sorry, ich kann im Moment nicht viel erzählen, weil ich nicht mehr so viel weiß. Aber ja, es, was komisch ist, es gab ja, also komisch, es gab ja dann ein 3DS Remake und dort wurde sehr vieles abgeändert. Also einige Masken sind anders zu finden und zum Beispiel bekommt man die Gigantenmaske nicht vor dem Bosskampf im vierten Dungeon, sondern muss sie erstmal einen der Bossgegner bekämpfen und dann bekommt man die Maske und zum Beispiel auch findet man eine Unsichtbarkeitsmaske ganz anders und die Bossgegner an und für sich sind ganz anders zu bekämpfen als normal und ja, so. Jetzt aber zu dir, Oma. Oh, Tortus, hast du deinem Vater geholfen? Dann lass mir dir eine Geschichte vorlesen. Welche meinst du? Die vier Giganten. Lalalalalalalala. Ich heiße nicht Tortus, aber die Alte ist wohl nicht mehr ganz beisammen. So. Oh, du bist wach. Ich glaube, es war ein wenig zu viel. Ja, hier braucht man eine spezielle Maske. Dann kann man nämlich durchmachen. Oh, Tortus, bist du bereit? Das ist schon lange her. Ja. Es ist jetzt der letzte Tag und wir haben nicht mehr so viel Zeit. So, statt mit dir zu reden, gehe ich hier lieber raus. Gehen wir nochmal zur Vogelscheuche. Ich mache das jetzt so, sorry. Ist ein Speedrun-mäßig, ne?
Die Musik ist auch extrem erhöht worden jetzt. La 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 la. Ne, ich finde das Spiel an und für sich schon episch, ne? Also nichts gegen Majora's Mask, aber ich persönlich bin auch viel mehr Fan von Ocarina of Time. Es spielt wirklich in einem Hyrule-Szenario und ja. Termina ist eigentlich offiziell eine wird eigentlich als Parallelwelt einfach bezeichnet und man kann das wirklich unterschreiben, oder? Aber nicht, dass ich sage, Majora's Mask sei scheiße. Im Gegenteil, das hat eine sehr, sehr gute Story. Aber das Creepige vermisst es mir ein wenig. Und... Ich habe mit dem Steuerkreuz gedrückt. Ich habe ja das nicht programmiert auf meinem Controller. Wobei viele meinen, dass Twilight Princess das düsterste Zelda wäre. Aber nein, das finde ich überhaupt nicht. Das Spiel zwar in einem süßen Szenario, ist aber überhaupt nicht düster gemeint, weil... Es gibt kaum Tote, es gibt ein bisschen, ja, Zwielichtiges, aber nichts Schlimmes. Aber hier, ja, der Sora stirbt, der Goron ist tot und wegen unserer Deku-Schale muss ja auch ein Deku dran glauben und so. Die sieht man ja quasi die Leiche und, ja. So, daraus ist es gefälscht geworden, dann versuche ich mal zum Uhrwerk zu gelangen. Und tschüssi. Wir hauen ab. Und draußen ist die Stimmung jetzt auch anders. Es gibt keine Musik mehr. Oh, ich gehe unten lang. Der Witz ist, der Bankchef ist, der Junge, der war echt der Bettler im Ocarina of Time. So, ihr habt keine Angst, oder? Na, wie sieht's denn hier aus? Ja, der Mond kommt schon ziemlich auf uns zu. So, und jetzt gibt es hier einen Trick. Und ich hoffe, ich krieg den gebacken. Jetzt muss man hier nach hinten und... Ja! First try sogar. Und das gibt einen Herzcontainer, auch wenn der immer da ist. So, und jetzt können wir nichts anderes als warten, bis es 12 Uhr wird. Ja, ich nutze die Zeit mal, um mal ein bisschen zu erzählen, ne? Also, Majora's Mask wurde vergleichsweise extrem schnell programmiert. Das erste war ja A Legend of Zelda für NES. Dann, kurze Zeit später, glaube ich, ein Jahr später... Sorry, es ist Samstag. Glaube ich, ein Jahr später kam Adventure of Link. Da mussten die Leute 5 Jahre... Nein, dann muss nicht 5 Jahre. Dann kam für Super Nintendo A Link to the Past, das für viele, extrem viele, das allerbeste Zelda-Spiel oder das beste Spiel aller Zeiten ist. Für mich nicht. Ich kann mit A Link to the Past kaum was anfangen. Ich habe schon gespielt. Ich finde es gut, aber... Ja, ich müsste mir mal ein Let's Play ansehen und das dann durchwaschen. Aber sonst kann ich damit eigentlich nicht viel anfangen. Aber ich sage nicht, dass es schlecht ist. Und da mussten die Leute sagen, ich schreibe 5 Jahre waren, bis Ocarina of Time rauskam. Und ja, ich konnte, weil Zelda war für mich immer so ein mittelalterliches Spiel, ne? So wie Skyrim und so. Und ich hatte als Kind einfach viel lieber Mario Kart und so. Aber mit solchen Rollenspielen konnte ich kaum was anfangen. Und ein Kollege von mir hat es dann gekauft und ich konnte mal zocken und ja, dann habe ich auch gesagt, ja, ich finde das gut. Ich bekam es dann auch und ja, seitdem bin ich wirklich Fan von Zelda und Ocarina of Time ist für mich immer noch das allerbeste. Schade ist, dass es erst mit Twilight Princess ein realitätsnahes Zelda gab, wobei kein Zelda-Spiel ist scheiße, möchte ich mal anmerken, außer vielleicht die Philips Ableger, die Nintendo nur gemacht hat, weil sie Vertrag hatten mit Philips. Aber gut. Dann... Ja. Wurde dann vergleichsweise schnell Majora's Mask programmiert, weil... sie vieles übernehmen konnten. So, und jetzt gleich 12 Uhr und dann geht die heiße Phase los. Deshalb werde ich jetzt kein Thema mehr anfangen, sondern wir warten noch kurz.
Und dann geht's los. Eine epische Zwischensequenz. Ja, die Leute sind sich übrigens bewusst, dass sie im Untergang geweiht sind, denn sie wissen, der Mond kommt nach unten. Sie wissen nicht wieso, aber sie wissen, dass... Boff! Sie wissen, dass man hier nicht überleben kann diese Nacht. Deshalb fliehen viele und andere, ja, gehen sonst und wir bleiben da. Hashtag Carfice Quest. Gut. Wir haben noch knappe 6 Minuten Zeit. Zurück geht's nicht. Sieh doch, du kannst jetzt hier hinaufgehen. Ja. Und der Mond ist auch schon extrem nahe. Dann gehen wir mal rauf. Und wer wartet hier auf uns? Genau. Horkit. Beziehungsweise Majora's Mask. Schwester! Ah, Teil, wir haben euch gesucht. Hey Horkit, wie wär's, wenn du diese Maske jetzt zurückgeben würdest? Hörst du mich überhaupt? Hörst du mir überhaupt zu? Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon, rasch, die vier, die dort gefangen sind, bring sie her! Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, törichte Fee. Nein, lass meinen Bruder in Frieden. Horkit, glaubst du wirklich, wir wollen jetzt noch deine Freunde sein? Nun, was auch immer, selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, Können sie mir nicht mehr fertig werden. Seht nach oben. Versucht doch, das Unaufwendbare zu verhindern. Und jetzt dreht er komplett durch. So, der Mond kommt jetzt definitiv runter. Und wir müssen was unternehmen. Ich will meine Ocarina zurück. Taya? Müssen Sie bitte... Ja, ah, das war schon analysiert. Man macht's am besten so. Es ging einfach mal besser. So, jetzt aber. Das letzte Fallen. Boff. Mein Ocarina! Schnell! Du hast die Ocarina der Zeit wieder erlangt. Bereits in Zelda hat dir Eis dieses wertvolle Instrument gebracht. Platziere es auf C, und drücke, um den Artefakt magische Töne zu entlocken. Drücke B, um dein flöhendes Spiel zu unterbrechen. Plötzlich kehrt die Erinnerung an Prinzessin Zelda in dein Bewusstsein zurück. Du hast also tatsächlich vor, Hyrule zu verlassen? Auch wenn wir uns erst seit kurzem kennen, kommt es mir vor, als würde unsere Freundschaft schon ewig, eine Ewigkeit währen. Ja, Zeitkontinuum und wichtige Reinkarnation und so, ne? Unsere gemeinsamen Tage in Hyrule sind unvergesslich. Mein Herz sagt mir, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns wiedersehen werden. Bis zu diesem Tag, nimm dies an dich. Jo, nehme ich gern. Ich bete, dass deine Reise eine sichere sein wird. Falls dir etwas zustößt, dann erinnere dich an dieses Lied. Ja, das öffnet den Schrein der Zeit in Ocarina of Time und hier hat es eine ganz andere, aber sehr wichtige Funktion.
Ja, übrigens, Link hat nicht Zelda geheiratet. Wahrscheinlich hat er die Farmers Tochter geheiratet, was ich in einem anderen vielleicht Projekt, ich sage nur, der 4.4., ne? Was ich dort erzählen werde oder habe. Du hast dich an die Hymne der Zeit erinnert. Diese Melodie ist der am Rande deiner Erinnerung nachklingt, ist ein Lied voller Erinnerung an Prinzessin Zelda. Läuft. Jo. Die Göttin der Zeit wacht über dich. Wenn du die Hymne der Zeit spielst, wird ihre Macht dir beistehen. Episch. Wach auf! Du sollst nicht in Erinnerung schwelgen. Wir brauchen jetzt hier die hier und jetzt. Diese alte Ocarina kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Zu Hilfe! Göttin der Zeit, bitte hilf uns! Wir brauchen mehr Zeit! Mehr Zeit? Da kenne ich doch was. Gut, erstmal ausrüsten. Ja. Ja, ich weiß. Und dann spielen wir. Hä? Was wird denn dieses Instrument her? Tja! Jackentasche. Ja, sprechen wir mal. Aber der erste Tag ist wichtiger. Und wir fallen durch die Zeit. Back to the future. Beziehungsweise zurück. Zurück in die Vergangenheit. Nun gut. Einmalig erleben wir alles nochmal kurz, was passiert ist. Wir wurden überrumpelt. Wir wurden zu einem Deku. Und wir haben den Maskenhändler kennengelernt, den wir ja wieder gehen sollten. Gut, das kennen wir ja. Flashback. Nein, nicht ganz. Was? Was ist passiert? Alles. Hat von neuem begonnen. Ja, ja. Wohnen sie wieder weit weg. Oder weiter. Was? Was hast du getan? Dieses Lied. Dieses Instrument. Dieses Instrument. Warte, was ist das? Dein Instrument. Der Maskenhändler hat doch gesagt, dass er dich zurückverwandeln könnte, wenn du ihm den wertvollen Gegenstand bringst, der dir gestohlen wurde. Hast du das schon wieder vergessen? Nö. Okay, dann gehen wir doch mal zu dem. Jo. Mich kurz kratzen, dann geht's weiter. Na du? Hallo. Hast du dem Kobold dann eher das Instrument abgenommen? Oh, oh, oh! Du hast sie! Geile Orgel, was denn der jetzt plötzlich her? Dann hör mir gut zu. Bitte spiele dieses Lied nach, das ich dir vortragen werde. Präg es dir gut ein. Alter, eine Mordsorgel. Noch eines der wichtigsten Lieder im Spiel. Eines sind alle wichtig, aber ihr wisst, was ich meine. Das Lied der Befreiung!
Deku-Bann weicht von uns. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber für mich kommt das alles wie ein abgefuckter Traum vor, ne? Okay. Eine Maske erhalten. Und wir sind wieder ganz. Juhu. Diese Melodie hilft gegen böse Magie und unruhige Geister, indem sie die Masken verbannen. Das sollte dir in Zukunft weiterhelfen. Oh, geil. Sehr gut. Zum Andenken an diesen Tag gebe ich dir diese Maske. Fürchte dich nicht, denn der Zauber ist in ihr versiegelt. Wenn du sie trägst, erlangst du deine vorherige Form. Nimm die Maske wieder ab, um dich zurückzuverwandeln. Yo, läuft! Du hast die Deku-Schale! Und die Deku-Schale fiel von deinem Antlitz. Drücke Start und positioniere, lalala. Drücke C um sie, lalala. Gut. Nun, ja. Ich habe mein Versprechen eingehalten. Jetzt ist es an dir, deinen Teil des Versprechens einzulösen. Ja gut. Wow, irgendwie an, wie soll ich sagen? Sag bloß. Meine Maske. Du hast sie zurückbekommen. Oder? Was hast du mir angetan? Wenn du meine Maske da draußen zurücklässt, wird etwas Furchtbares passieren. Es gibt viele, die behaupten, er hätte eine Maske an. Diese Maske, die mir gestohlen wurde, das ist Majora's Mask. Majora's Maske. Ihr haftet einen Fluch an. Es wird erzählt, diese Maske war Bestandteil von Hexenritualen eines altertümlichen Stammes. Tja. Weiterhin wird berichtet, ein übler und feindseliger Schleier falle über denjenigen, der die Maske trägt. Aha. Wenn man der Legende Glauben schenkt. Das tust du ja, oder? War das Unglück, das durch Majora's Mask angerichtet wurde, so groß? Dass die Urväter sie aus Angst vor einer größeren Katastrophe in Finsternis versiegelten, um weiteren Missbrauch zu verteilen. Vereiteln, sorry. Doch der Stamm ging unter, als weiß niemand von der wahren Natur der Kräfte, die diese Maske innewohnt. Oha! Aber ich spüre sie. Ich bin weit umhergewandert, um diese sagenumwobene Maske zu finden. Und als ich sie besaß, spürte ich, wie sich ein düsteres Omen abzeichnete. Ich fühlte, wie das Entsetzen seine Hand nach meiner Seele ausstreckte. Doch jetzt hat diese Kobold sie. Ich flehe dich an. Du musst diese Maske bald wieder beschaffen, oder etwas Schreckliches wird passieren. Ich flehe dich an, du musst es schaffen. Wirklich? Willst du das für mich tun? Ich war mir sicher, dass du dich so entscheiden würdest. Du schaffst das, du bist dieser Aufgabe gewachsen. Hab Vertrauen in deine Fähigkeiten. Hab Vertrauen. Ja, auch ein weiteres Mysterium ist am Schluss, im Abspann, sieht man ihn komisch wie sich auflösen. Diese Maske, als Orgit missbraucht die Maske der Maske, die Macht der Maske, um all diese schrecklichen Dinge zu tun. Kostet es, was es wolle, aber wir müssen das Schlimmste verhindern. Die Sümpfe, die Berge, der Ozean und der Canyon, was sollte das wohl sein? Was sollte Teil uns damit sagen? Ich wette, er meinte die vier Gebiete außerhalb der Stadt. Du musst
Du findest sie im Norden, im Süden, im Osten und im Westen. Aber was meinte er mit die vier, die dort warten? Ich habe keine Ahnung, wenn ein Orangensaft zum Punkt kommen würde. Du solltest auch mal losziehen und es herausfinden. Geradewegs durch dieses Tor führend ein Pfad direkt in die Sümpfe. Na gut. Und ich möchte auch was ausprobieren. Aber erst brauchen wir Zaster. Und auch die Fee könnten wir wieder besuchen, um uns eine Feemaske zu besorgen, aber das habe ich jetzt keinen Bock. Erst möchte ich euch einen weiteren Glitch zeigen, und zwar, jetzt lassen wir überlegen, aber ich brauche erstmal die Maske. Beim ersten Mal immer eine epische Sequenz. Boah! Lass mich zu überlegen, wo ging es jetzt hin? Nein, ich bin falsch. Wenn man zurückverwandelt, auch. Aber nur immer einmal, das erste Mal. So. Dann geht's hier rauf. Hepp! Und nochmal hepp! Und nochmal und nochmal. Und hier ist was versteckt. Eine Truhe. Was ist da drin? Genau. Kohle. Moneten. Zaster. 100 Rubine. Und wir haben nur Platz für 99. Aber das reicht. So, dann gehe ich erstmal zum Bombenjob. Wenn ich Bomben bekomme. Und dann möchte ich euch einen Glitch zeigen. Dann noch eine und dann noch eine. Ja, hab viel vor noch. Aber weil wir ja die zu Ukraine haben, können wir die Zeit ein bisschen beschleunigen. Das ist praktisch. Gut, gut, gut. Nee, das ist der falsche. Ich war noch bei der Vogelscheuche. Dann geht's jetzt mal hier lang. So, hier wollte ich hin. Na du Tanga Heini, zieh mal eine Hose an, ey. Herzlich willkommen. Ich möchte Bomben. Ja, die kaufe ich. Gib 20 Bomben dazu. Doch schön. Besuchen uns bald wieder. Jo. So. Die rüsten wir uns mal aus. Es gibt zwar viele Tricks, ich habe noch nicht alle versucht, alle hinbekommen, aber es gibt ein paar Tricks und... Einen Weitjump kann man machen, indem man zum Beispiel... Ich will euch kurz zeigen. So, hier kommt man natürlich jetzt auch ohne Glitch nach oben. Was in der Nase, sorry. Sorry, danke. So. Wenn man jetzt ganz an die Klippe rangeht, es geht so, dann umdrehen, Bombe runter und gibt es einen epischen Fall. Nimmt uns Energie weg, aber naja, man kann nicht alles haben, ne? So, wir gehen zu Oma. Ich will nämlich ein paar Geschichten hören. Mit gute alte Zeit. La 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 la. Wir haben sogar die Zeit geschindet bis hierhin. Das ist auch schön. Und ja, man könnte auch mit der Ocarina. Aber was soll's? So, ich gehe mal hier rein. Und da lang. Zur alten Oma. Hi Oma! Oh, Tortus, hast du einfach geholfen? Die Giganten. So. Bist du wach? Ich glaube, ich habe zu viel. Lalala. Gibt's noch eine Geschichte? Ja. Gut, nochmal. Geht schneller als mit der Vogelscheuche. Gut. Gibt's noch eine Geschichte? Nein, glaube nicht. So. Hallo. Nochmal.
Oh, wir müssen erst. Okay. Gut. Okay. Wir gehen wieder raus. Ach, wollte nicht mit dir labern, verdammt. Ach! Derzeit hätte ich es anders machen können. So geht's. So, und jetzt gehen wir zum Observatorium. Wie das geht. Das geht ganz einfach. Ein Bomberjunge versperrt uns den Weg, aber soll uns auch nicht aufhalten. So. Und hepp. Das Problem ist nur, man bekommt so das Bomber-Notizbuch nicht. Nein, das geht so nicht. Aber fürs Erste, das wollte ich euch erstmal zeigen. So, als Deko-Link kann man hier bis Wasser latschen, das ist sehr praktisch. So kommt man nämlich vorwärts. Und auch den Ballon kann man nur zerschießen, wenn man da was hinschießt. Sonst geht das nicht. So, wir können wieder zurückverwandeln. Schön. Ja, ich mach darauf, bitteschön. Danke. So. Und das ist das geheime Observatorium. Also nicht das geheime Observatorium, sondern das ist auch das Observatorium. So, wir reden nochmal mit der Vogelscheuche. Hallo Baby, Baby. Ich mach die Zeit vergehen lassen. Ja, das tun wir doch. Ja. Ganz schnell, schnell. Lalala, lalala. Und wenn wir jetzt die Hymne Zeit rückwärts laufen lassen. Ah, ich mach's ja noch mit euch. So. Lalala, lalala. Link schüttelt den Kopf. Gut. Es bleiben 12 Stunden. Gut. Es ist gefährlich draußen. Pass auf dich auf. Aber eines noch. Willst du das wissen? Ja. Die Zeit. Schneller spielst, dann verlangen. Ja, ja. Machen wir alles noch. Gut, gut, gut. Okay, tschüssi. Wird dann noch einen besonderen Nutzen, wenn man ein eigen komponiertes Lied spielt, kann man sie spawnen lassen und kann zu verschiedenen Orten. So. Jetzt das erste Mal werden wir hier mal durchschauen. Hallo Opa. Habe dich hier zuvor noch nie gesehen. Bist du ein Freund der Bomber? Ich sage immer, es ist wichtig, dass für etwas aufzubringen, da man jung ist. Ich habe dir dieses Teleskop zu benutzen, um dich umzusehen. Versuch's doch mal. Weißt du? Jo. Gut, hier sehen wir Termina. Und weil es der letzte Tag ist, schauen wir uns mal hier um. Ja. Der sieht uns ganz schön creepy an. Und der Mond hat auch was für uns. Und nämlich eine Mondträne. Boff. Die braucht man, um das Zeugs mit dem Deku zu machen, was wir aber übersprungen haben mit dem Glitch. Er schaut uns immer noch so creepy an. Naja, was soll's. Und der flog doch zu uns hin, oder der Deku? Nicht? Doch. Der fliegt jetzt dort in sein Loch. Dort kann man ihn dann finden für Spezialaufgaben. Und dort ist auch einer, der rumfuchtelt, was auch immer das werden soll. Okay, wir warten jetzt. Und? Wie war es? Hast du etwas Interessantes entdeckt? Ja. Dann ist hier draußen die Mondträne, die wir eigentlich gebrauchen, um die Dekoblume zu erreichen. Also alles könnte man machen im ersten Tag, aber durch die Glitcherei haben wir das übersprungen. Und ich werde natürlich damit euch das richtig machen, falls ihr es wollt. Schon allein wegen dem Bomberhandbuch müssen wir das tun, sonst bekommen wir das nämlich nicht. Nein, das bekommen wir sonst nicht. Nein, ich weiß auch nichts nicht zeigen, man bekommt es einfach nicht. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man es sonst bekommt, aber gut. Nein, ich will noch nicht, nein, nein, nein. Ja, weil ich noch nicht will. Wir müssen erst die Zeit totschlagen. Ich kann das nicht so. Nein, ich... Oh, nicht die Dekoblume. Ja.
Ich drücke zwar nach unten, aber gut. Nehmen wir jetzt da. So geht's schneller. Aber es nützt jetzt nichts mehr, oder? Es passiert nichts. Okay. Dann... ja. Gut, ich möchte noch ein bisschen was erzählen. Also, es gibt dann... auch eine Stelle... Ikana Canyon, wo sich ein Mädchen ins Haus verschanzt, weil ihr Vater hat eigentlich die Gyptos, die Zombies, erkundet. Und das Problem ist, dass er dann verflucht wurde und zu einem halben Zombie wurde. Und sie hat ihn dann im Schrank eingesperrt. Wir können ihn dann natürlich befreien mit der Hymne, ne? Und dann fällt die Maske von ihm ab. Und er erinnert sich wieder und sagt, hä? Ich weiß nur noch, dass ich zuletzt die Zombies erforscht habe. Ist da irgendwas passiert? Was war los? Und seine Tochter kommt und heult vor Freude. Nichts ist passiert, Papa. Nichts ist passiert. Also ist alles in Ordnung. Es ist nichts passiert in der Zwischenzeit. Ja, sie sind wieder vereint. Sie hat ihren Vater wieder und ich finde das einfach so wunderbar. Und aber es ist also, ich finde es einfach so ein bisschen herzzerreißend und so. Von daher, es sind so schöne Geschichten, sind schöne Nebenquests, aber ich persönlich brauche es nicht. Und deshalb finde ich, dass Ocarina of Time viel mehr in der richtigen Hyrule-Zeit spielt und so. Ja. Gut, die Zeit vergeht einfach nicht so richtig, ne? Ich weiß nicht, ob ich noch was zu erzählen habe. Eigentlich nicht. Also wie gesagt, Majora's Mask, ein episches Spiel. Ich kann es wirklich empfehlen. Aber ich möchte mit euch noch einen Glitch ausprobieren, deshalb schneide ich noch kurz, bis es soweit ist. Also, Moment. So, ihr seht, die Zeit ist wieder in vollem Gange und... es ist wahrscheinlich draußen wieder ziemlich freaky. Wir haben keine 5 Minuten mehr, die Zeit geht schneller, weil... Baum. Aber ich kann sie dann mit dem Zeit, mit der... ja, kann sie dann noch verlangsamen. So! Ich dachte, ich mache frühzeitig wieder hier einen Cut, damit ich nichts verpasse. Was ich vorhab, ist jetzt der 4. Tag-Glitch. Und dazu muss man... durchs Fernglas schaut und bei weniger als 0,002, also hier, wenn die Zeitangabe bei 0,002 oder weniger ist, muss man dann rausgehen und dann hat man den 4. Tag. Ist aber kein offizieller 4. Tag, sondern ja. Es funktioniert, es ist niemand mehr da und wenn man, es kann sein, dass man, wenn man irgendwo ein Gebiet wechselt, dass dann, ja, das Spiel sich einfriert. Ne, aber diesen Glitch möchte ich euch noch zeigen und wenn es nicht klappt, dann sehen wir eben den Weltuntergang in diesem Spiel, was auch nicht ohne ist, also, ja. Ihr seht, wir haben noch knappe 3-4 Minuten. Das reicht doch noch, um was zu sagen. Und ja, ich hoffe, euch hat soweit das Let's Test gefallen. Ich habe überlegt, soll ich ein anderes Blade? Oder soll ich ein Let's Show machen? Oder... aber ich dachte mir, weil ich mit Oceanhorn auch schon ein Let's Test gemacht habe, das sehr gut ankam. Und weil ich Bock hatte, habe ich noch ein, zwei Parts gemacht. Vielleicht mache ich noch mehr, ich weiß nicht. Im Moment ist Zelda Breath of the Wild bei euch sehr hoch im Kurs, da bin ich sehr dankbar und es macht Spaß und dann wird wahrscheinlich Zelda Wind Waker HD werde ich dann streamen nach Breath of the Wild, aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit, es ist noch lange nicht vorbei und ja, auch die Musik ist creepy, ne, für mich ist Zelda Majora's Mask einfach ein Hauch zu creepy, auch wenn mich die Link jetzt blöd anschaut. Also ich aber
sehr gut finde, ist, dass man sehr vieles, was man in Ocarina of Time eigentlich nur angeschnitten hat, viel mehr ausbaut. Also die Feuerpfeile, die Eispfeile und sehr vieles wurde hier mehr genutzt, mehr ausgebaut, also mehr genutzt einfach. Und das finde ich extrem gut. Aber nicht, dass das schlechter sein soll als Ocarina of Time, es ist nur, ich finde es nicht. Also ich finde, Ocarina of Time ist der epische ever, ne? Aber mich würde das hier auch viel besser finden. Ich würde es auch viel besser finden, aber ich bin einfach nicht so eingestellt. Sorry. Aber ich verstehe jeden, der sagt, er findet das Beste, er findet das besser und er findet das am epischen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich gönne es auch jedem. Ja, so, und ich sollte wohl mal die Zeit stoppen. Ja, Ballade des Kronos und verlangsamt. Vielleicht treffen wir genau die 0,2 Sekunden, vielleicht auch nicht, aber dann haben wir es gemacht. So, wir schauen jetzt nochmal durch. Hallo, Opa. Ja, genau, gib mir einen Stirnkuss, wenn du willst, aber nee. Gut. So. Der ist da oben, wo wir eigentlich sein sollten. Der fucht immer noch da herum. Und sonst ist hier eigentlich nichts mehr los. Wir sind 2 Minuten vor dem Weltuntergang. Wir müssen auch nicht mehr zum Mond zoomen. Er ist auch sonst schon so nah. Ach, sorry. Hatte was im Hals. Also, wir warten jetzt noch diese knapp 2 Minuten. Und wenn es klappt, dann seht ihr eine leergefegte Welt. Wenn es nicht klappt, sehen wir das böse Ende. Aber auf jeden Fall ist dann das Video zu Ende. Und ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ich habe auch gezeigt, was ich zeigen wollte soweit. Gut. Wir machen uns bereit. In weniger als 1 Minute. Also nee, in weniger als 2 Minuten. Gut, ich muss ein bisschen den Takt der Zeit ein bisschen abpassen, damit ich es richtig gut treffe. Ich gebe keine Garantie, dass das klappt. Ich habe lieber mehr Zeit als weniger. Und wenn man es nachher macht, wenn es noch nicht 0,002 ist, dann ja, geht die Welt unter. Wenn man es zu spät macht, logischerweise auch. Man muss genau diese Zeit abpassen. Ich habe es geschafft übrigens, ich habe es schon geschafft. Deshalb dachte ich mir, ich möchte es euch auch mal zeigen. Wenn ich es nicht schaffe, habe ich es nicht geschafft, aber es ist auch nicht so schlimm. Das ist was ich eben natürlich im Let's Play dann nicht machen würde, das ganze Glitch-Zeugs. Nur das, was ich finde, dass uns Zeit erspart, aber sonst nichts. So, der Countdown ist auf Rot. Die Haut kribbelt. Der Kopf tut weh. Die Welt vibriert. Nein, nicht alles. Ich mache mich bereit. Aber langsam schwitzige Hände, ich möchte das schaffen. Und sonst, wie gesagt, wäre es auch nicht so schlimm. Okay, kriegen wir das hin? Ich bin gespannt. Ich mache mich mental, bereite ich mich darauf vor. Ja, ich glaube, das letzte Let's Test, das so lang war, wahrscheinlich Turok 2. Aber was soll's, ich wollte es auch einfach zeigen. Es gibt so viele Fans von diesem Spiel und so wollte ich mal euch zeigen, dass ich das auch ein wenig kann. Dass es mir auch gefällt. Ne?
Hatte lange Zeit, hatte ich kaum was übrig für Majora's Mask, bis ich das Let's Play von Markus geschaut habe, bis ich es auf dem 3DS gezockt habe. Und ja, ich zocke es ab und zu mal ein bisschen offscreen, damit ich es mal durch habe und sagen kann, ja, ich weiß, wie es geht. Ja, ich habe es vor etwa 20 Jahren auf dem N64 gezockt. Kam einigermaßen weit, wobei ich es nie beenden konnte. Ich wusste nicht wie oder war zu blöd oder keine Ahnung, meine 10 Jahre alter Ben, ne? Weiß nicht so viel wie ein 30-Jähriger. So, es geht bald los. Bald muss ich drücken. Ich bin jetzt ruhig und versuche mich zu konzentrieren. Sorry. Mach wohl nicht unnötig auf Drama machen hier. Okay, jetzt geht's los. Wir haben es geschafft! Ha! Oder? Hä? Okay. Also eigentlich wäre es jetzt geschafft. Eigentlich. Aber jetzt haben wir irgendwie das Komplettpaket. Naja, was soll's. Aber eigentlich hätten wir es geschafft. Man muss es bei Maximum 2 schaffen und das habe ich eigentlich, aber naja. Seht ihr mal, das ist auch nicht schlecht, weil im Let's Play möchte ich es ungern zeigen. Tja. Weltuntergang. Die Maske hat gesiegt. Das Schicksal hat's nicht gut mit dir gemeint. Er lacht auch noch blöd. Ja, ich weiß, das kommt jetzt das Ganze nochmal. Oh Gott. Ja, ich will jetzt nicht. Nein, ich will das nicht nochmal machen. Gut, ich sage danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Sorry, wenn es Überlänge hat. Hoffe, es hat euch gefallen. Supporten wäre nett. Danke dafür. Also, bis zum nächsten Part, bis zum nächsten Video. Bis Danny. Und tschüss.